Hallihallo und herzlich willkommen beim Update-Video zu meinem Windteufel Squall Druiden oder auf Deutsch Schamane. Und ja, ich habe auch Kultist noch genommen, damit ich hier Höllenhund und hier der Fluch der Schwäche bekomme. Das werde ich bis hierhin machen, mehr nicht. Und dann habe ich eigentlich einen Hybrid, also ein Beschwörungs- und ja, schon ein Beschwörungsdruide, der einfach mit Windteufel als hauptsächliche Schadensquelle herumläuft. Und ja, die Items habe ich mittlerweile so, also ich habe jetzt nicht allzu viel Magic Find gemacht, habe ein paar blaue Gegenstände. Und ja, die Grüne sind einfach zufällig gefallen und recht gut. Blitzschaden braucht man und Blitz, wie heißt das andere? Ja, auch irgendwas mit Blitz. Vielleicht sieht man es irgendwo. Aber ich denke, man sieht es hier. Nein. Es gibt noch eins, das wirkt glaube ich auch. Ah, Stromschlag. Genau, Stromschlag schlagen. Das ist es gewesen. Und ja, ich habe eben hier die zwei Pets, der Rabe, der eben nur auf Level 1 ist, und der mit dem schweren Namen Briathorn. Und der Briathorn ist eigentlich mein Tank, damit ich die Wirbelwinde ohne Großes zu tun ja, casten kann. Und der Squall macht eigentlich den Rest. Also der Squall ist meine Hauptschadensquelle und das ist extrem, wie viel Schaden der macht. Also Bosse sind in 4-5 Sekunden sind die down. Früher waren sie sogar noch schneller down, weil sie nicht so viel Leben hatten. Aber jetzt haben sie mittlerweile schon recht viel Leben. Und ja, ich finde, es ist eigentlich der beste Charakterbild. Ich habe alles ausprobiert jetzt eigentlich schon beim Druiden. Aber mir gefällt eigentlich nur Squall so gut, dass man dass ich ihn bevorzugen soll. Also die anderen kann ich fast nicht bevorzugen. Die kann ich jetzt momentan in so früher Phase, wo der Patch erst draußen ist mit den Druiden, noch nicht so ja, weil eben dieser Bild eigentlich mir die ganze Zeit raubt, indem ich das Spiel spiele, weil es so ein cooler Bild ist und so stark ist, dass es einfach Spaß macht. Man kann ihn auch anders skinnen mit Arcanist zusammen, damit ein bisschen Defensiv und Mana bekommt. Aber ich finde, mit einem Tank ist es viel entspannter zu kämpfen. Und also er tut auch sehr viel anlocken. Er tut sehr gut pullen. Und ich muss eigentlich immer nur abhauen. Also ich gehe eigentlich immer so ein bisschen im Halbkreis, im länglichen Kreis. Und damit mir einfach die Pfeile nicht ding und ich von den Nahkämpfen eigentlich immer abhauen kann. Und ja, ich habe ich bin glaube ich noch nie gestorben und habe eigentlich nur durchrennen können. Da drüben kann man nicht rein, glaube ich. Okay, dann wäre es eigentlich hier. Also ich bin jetzt hier in Broken Hills und habe eigentlich das alles jetzt gemacht. Hier drüben war ich auch schon. Obwohl die Gegner ungefähr Level 36 sind, habe ich keine Probleme hier gehabt. Und ich bin erst Level 32. Also ich war damals erst Level 26 oder so. Hatte schon keine Probleme mehr, obwohl die Gegner 10 Level über mir waren. Und deshalb, ja, tut mir leid, jetzt gerade ein lauter
Lastwagen draußen. So. Ja, jetzt habe ich noch ein Level bekommen, nämlich Level 32. Und jetzt fange ich an, den Okkultisten zu leveln, damit ich hier beim Höllenhund bin, damit ich nochmals ein Pet habe. So. Und hier gehe ich jetzt hauptsächlich immer auf Geist. Habe aber auch viel Konstitution genommen, wie es beim Pet Master so ist. Ja, Master ist schon fast ein bisschen übertrieben. Einfach mit den, also die Beschwörer hat, sollte man schon ein bisschen defensiver haben. Weil die Gegner, also die Beschwörungen tun nicht immer anlocken, die Gegner. Da bekommt man recht schnell ein bisschen Schaden über. Und es wäre nicht gut, wenn man dann stirbt, weil die Pets einfach unnötig irgendwo hingehen. Also die Squalls sehe ich immer wieder, dass die einfach mal aus dem Bildschirm gehen und einen Gegner angreifen, der weiter hinten ist, anstelle mich zu beschützen oder so. Und ja, deshalb habe ich jetzt eigentlich auf Leben schon noch geskillt, damit ich auch gute Ausrüstung noch zur Defensive ausrüsten kann. Also Konstitution. So. Da unten ist noch was. Wow, ein Krug. Und die Gebiete sind hier richtig schön. Also im ersten Akt sind die Gebiete jetzt nicht ganz so spektakulär. Aber im zweiten Akt sind sie richtig cool. Und die Putzfrau ist da. Natürlich macht die auch noch ein bisschen Lärm. Tut mir leid. Deshalb nehme ich eigentlich nicht mehr am Morgen auf wie früher, sondern eher am Abend und tue dann am nächsten Tag eigentlich über den ganzen Tag die Sachen hochladen. Und aber sie kommt nicht rein, also es ist nicht allzu laut. Wahrscheinlich hört ihr es auch gar nicht, weil sie im Gang ist, im Flur, sagt ihr. So. Also, ich wollte eigentlich noch einen Boss zeigen. Ich mache das Video noch ein paar Minuten, damit ihr auch seht, wie ich da beim Boss kämpfe. Aber hier gibt es gerade keine. Weil die, ja, die Bosse, also die stärkeren Gegner natürlich, die Anführer, sind nicht schlecht stark, also sie sind richtig zäh und haben fiese Angriffe drauf. Schmerz, okay, dann kann hier irgendwas sein. Hier könnte was sein. Hm. Drüben kann man nicht rein. Und ich zeige dann wieder ein Update, wenn ich in Akt 3 gekommen bin oder vor Akt 3 den Boss zeigen. So, jetzt habe ich ein bisschen wenig Mana und Energie. Ja, in diesem Spiel ist es Energie. Ich spiele so viel Spiele, da komme ich manchmal nicht so rein wieder, weil ich irgendwas falsch sage, ausspreche. So, also es ist scheinbar ein Gefängnis hier. So, jetzt machen wir einen Energietrank. Da ist noch ein Ding. Ein Schrottzeugs, menschliche Überreste, okay. Ist nicht ganz ein Schrott, aber hier haben wir jetzt einen. Also hier ist es eigentlich so, dass man, wenn er mich verfolgt, eigentlich immer irgendwie Bahnen ziehe und die Squall eigentlich so angreifen lasse, indem sie einfach ihn hinterherjagen und dann immer wieder Blitze schießen. Also es ist taktisch nicht nötig, bei diesem Charakter, bei dieser Charakterklasse, also Bild, zu spielen, aber er ist eigentlich richtig stark und man muss halt auch schon ein bisschen aufpassen, weil die Gegner können dich schon recht viel ziehen, aber
Dafür haben wir Konstitution und machen relativ viel Schaden. Also es ist eine der einfachsten Charakterklassen in Charakterbuilds in Grimdawn und jo ist eigentlich für Anfänger sehr gut geeignet. Außer eben die Energiekosten sind recht hoch. Die sind bei 180. Also schon recht fett. Da muss man schauen, dass man Ausrüstung hat mit Energie. Ja, das habe ich jetzt gerade nicht so. Da habe ich ein bisschen Energieregeneration. Ja, hier habe ich ein bisschen Energieregeneration noch. Und Energieprozent, 6% Energie. Ja. Ich müsste auch wieder mal ein bisschen Energieausrüstung anziehen, damit ich wieder ein bisschen weniger. Also denke, jetzt habe ich gerade ein bisschen Probleme bei langen, wo es viel Gegner hat, also Gebiete, wo es recht lang hinterher Gegner hat, ist die Energieregeneration natürlich zu schwach, aber sonst eigentlich nie. Also ich habe jetzt schon 44 Tränke, sonst habe ich meistens nur 10 oder so. Und ja, also eben die Charakterklasse macht mega Spaß und ja, ich freue mich, wenn ich euch etwas ein bisschen inspirieren konnte. Und eben ein weiteres Video kommt dann bald. Ich spiele es eigentlich relativ oft zwischendurch, weil es auch nicht viel Energie frisst, wenn ich am Hochladen oder am Rendern bin, kann ich das schön spielen nebenbei. Und es macht richtig Spaß, das Spiel. Das ist so ein gutes Spiel. Also, tschüss Leute, bis zum nächsten Mal, euer Dragobase. Tschüss.